Und wir sind direkt in-game. Das war ein sehr, sehr kurzes Powernap. Und hier haben wir das Losers Final. Belcampo und Fuego Elo gegen Dafung. Dafang? Du kennst dich besser aus. Und Jan. Dafung. I don't know. Okay. Ich habe den Kollegen tatsächlich noch nie gesehen. Und Ian, das sind mir auch tatsächlich neue Namen tatsächlich. Sehe ich heute zum ersten Mal in diesem Tournament. Dann ich auch. Aber auf jeden Fall sehr cool. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, neue Gesichter zu sehen, weil höchstwahrscheinlich sind die schon länger hier als ich. dementsprechend. Oh, aber diese Minecraft-Steve-Sachen, die da Ian rausholt. Ist das ein neuer Charakter, Minecraft-Steve? Ich habe den noch nicht. Relativ. Also Steve ist auf jeden Fall ein Charakter, der vorletzte Charakter, der rausgekommen ist. Aber auch das ist wiederum so 2-3 Jahre her, glaube ich. Aber okay. Steve ist so der Charakter, der wird von der Smash-Community als der mit Abstand stärkste Charakter im ganzen Spiel bezeichnet. Ah, krass. Ich habe ihn also noch nie tatsächlich jemanden spielen sehen. Was macht ihn denn so stark, deiner Meinung nach? So vieles. Steve hat einfach wirklich insane Mechanics. Blöcke sind, wenn man damit gut umgehen kann. Du kannst damit so viele Dinge machen. Du kannst da alle deine Aerials, alle deine Smash-Attacks kannst du upgraden auf Level, die davon insane sind. Nur noch auf dem letzten Stock. Also nee, Steve hat einfach einen Charakter, der alles hat. Denk dir einfach irgendwas aus, so was du machen möchtest in einem Spiel. So ridiculous es auch klingt, Steve kann das. Alles klar. Aber sieht gerade tatsächlich ein bisschen schlecht aus für Jan und Dafung. Das stimmt. Er versucht ihn zu retten. Ach nee, den Moment. Das war... Ja, oh mein Gott. Ich bin froh, dass ich gerade keine Doubles spiele. Ich würde die ganze Zeit den Falschen angreifen. Wäre doch auch mal witzig. Das wär schon schön. Nur aber für dein Teammate nicht. Nee, nicht so. Ja. Ein schönes Play davon, ne? Minecraft Steffen, auf jeden Fall. Da kam gerade, glaube ich, die WhatsApp-Notification auf dem PC. Der blaue ist Steffen, der sieht einfach ziemlich witzig aus, muss ich sagen. Aber raus ist er. Auf jeden Fall noch aufholbar, würde ich jetzt mal so sagen, aber wird auf jeden Fall extrem schwierig. Oh, fast! Hast du das gesehen, was er da gemacht hat mit Belcampo? Der Jan, meinst du? Ja, genau. Ja, wollte ihn da zubauen quasi, oder? Genau. Ja, das sind so die Dinge, die mit Steve halt möglich sind und ich weiß nicht, wo genau sein Fehler war, wenn da ein Fehler war oder ob Belcampo einfach genau gut weiß, wie man gegen so eine Situation vorgeht, dass das nicht geklappt hat, aber solche Dinge zum Beispiel, solche Grabs sind mit Steve einfach möglich und es ist einfach, ich glaube, wie viel Prozent war der? 120 oder so? Um den Dreh, glaube ich. Ja, das ist schon, das muss ich schon. Ich sehe gerade Levi. Sie sehen auch da oben links, der so ein bisschen am Snacken ist. Oh, ja. Ja, okay. Das war's. Aber auch wieder hat sich gut gehalten. Wie so ein guter Wein, ne? Ich bin recht kacke im Bild, muss ich sagen. Wir müssen uns ein bisschen rutschen. Ja, komm mal ran. Ach, ein bisschen kuscheln können wir hier. Ganz genau. Ja, genau, ist einfach eine schwierige Situation. 1 gegen 2, das ist so immer das Ding mit Doubles. Ja, klar. Sobald das kommt, dann ist einfach der Wurm drin. Ich muss gerade kurz gucken, wie spät haben wir es denn eigentlich? So, ist es langsam Zeit für Singles? Wir haben gleich noch das Grand Final. Also das hier ist ja jetzt das Losers Final und gleich haben wir noch das Grand Final. Und dann gibt es eine Pause und dann wird es auch Zeit für die Singles. Ist das letzte Game, was ich erstmal kommentiere, weil ich muss mich noch ein kleines bisschen einspielen, bevor ich gegen Leute wie Flora oder Beißel spielen darf. Absolut, gar kein Problem. Ich schnapp mir dann das nächste Opfer. Du wirst bestimmt jemanden finden. Mit Sicherheit. Vielleicht hat mein Bruder ja Bock, das wird eine lustige Runde. So, du mit so wenig Game-Knowledge, er mit so kaum. Er kennt vielleicht den einen oder anderen Charakter. Und das war's dann auch. Und ich glaube, das würde eine ganz lustige Runde machen. Ich habe das auch schon teilweise alleine gemacht. Das ist... Ich will das ja überhaupt nicht absprechen. Nein, alles gut. Ja. Ich sag ja nicht, dass das gut war. So, genau. Charakter bleiben gleich, nur Jan hat den Skin einmal geändert, wenn ich mich recht
Ich finde es aber auch schön, dass Dafung den Mii Brawler spielt. Auf jeden Fall ein in der Meta sehr mittlerweile akzeptierter Charakter. Aber sieht man selten. Und ich finde das auch immer, ich finde das immer so lustig, wenn man ein Mii-Main ist. So, ich stelle mir einfach vor, du gehst einfach zu so einer Switch, zu einer Konsole und sagst so, warte, ich muss mir kurz ein Mii machen. Oh, was macht denn Ian da mit dem Belcampo? Das ist ja, ja richtig. Das ist ja also gemein. Also wenn ich Belcampo wäre, ich wäre so überfordert mit der Situation. Erstmal ein bisschen Zugfahren geschickt. Ja, aber Belcampo, er bleibt aber stabil. Er bleibt stabil. Aber Ian, aber trotzdem. Das schon stark. Ich frage mich, ob Ian nicht craftet, weil er fürchtet, gleich rausgeschmissen zu werden, oder weil er... Ich glaube, das ist literally der einzige Grund, oder weil er einfach nicht dazu kommt, vielleicht. Aber okay. Nee. Oh, oder? Bleibt auf jeden Fall noch auf dem Battlefield. Das ist ja sehr schön zu sehen. Small Battlefield auch eine Choice, die ich mir vorstellen kann von... Also, ich meine, wenn es Losers Pick ist... Oh, das war stark. Da hat sich... Oh mein Gott, auf wie viel Prozent war Belcampo? So 40 vielleicht? Nicht hoch, aber er hat ihn halt einfach nicht wieder auf die Stage gelassen. Nee, absolut nicht. Er hat einfach gesagt, nö, ich baue dich zu. Er war einfach so der Türsteher, der so meinte, so, nee, du kommst mir so nicht rein mit dem Outfit. Ja, Mensch. Ja, damn. Das ist natürlich sehr... Ich will es gar nicht sagen, unlucky, weil das war halt das, sehr das war einfach gut gespielt, exactly, würde ich sagen von Jan. Also das ist einfach richtig doof gelaufen für ihn. Ja. Oh, ich mag dieses TNT. Aber er ist drüber gehüpft. Genau, aber ist einfach so eine, das ist jetzt so eine Dead Zone, die einfach keiner betreten darf. Außer natürlich, Young Link schickt da jetzt irgendwie so einen Pfeil drauf oder so. Oh mein Gott. Boy. Du darfst nicht gleich ausschlafen. Nee, ich gehe ja gleich in die Singles. Ja, vielleicht so ein kleines Powernap ist vielleicht gar nicht so... Das Ding ist, ich bin gar nicht so der Powernap-Guy, aber warte mal, was sehen wir denn hier für eine absolute Zerstörung schon wieder? Braindead würde es überhaupt nicht treffen, aber so... So busted Steve auch ist, es macht irgendwie so ein bisschen Spaß, Steves zuzugucken, wenn absolut, sie am Kochen sind. Absolut. Ui, Alter. Ich mag diese Recovery. Mit diesem kleinen Dive da noch. Ja, genau, so eine so ganz hinten. Ah. Sehr, 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 sehr clean. Ich möchte okay, gleich irgendwie jetzt, One. Das wird sehr schwer für hier Young Link da noch. Ja. Boah, ich fände das so geil, wenn meine Games gestreamt werden würden und du kommentierst sie dann. Das Ding ist, ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, dafür bin ich einfach nicht interessant genug. Und you know what? Das ist auch fair. Naja, vielleicht. Oder jetzt mit Absicht nicht. Ja, mal gucken. Ich bin ja auch gerade so ein bisschen so, weil heute, ich fand mein Lucario gar nicht mal so scheiße, wie er sonst eigentlich ist. Vielleicht, wenn der Terence Bogard heute einfach nicht hittet, aber ja, jetzt vielleicht der Lucario. Toon Link hält sich, Young Link, nicht Toon Link, hält sich weiterhin wacker. Ja, auf jeden Fall. Lässt sich da nicht irgendwie groß unterkriegen und wir kriegen wahrscheinlich auch ein drittes Game. Das würde mich auf jeden Fall freuen, weil ich möchte irgendwie so ein bisschen mehr von dieser Steve-Action sehen. Absolut. Es macht echt Spaß dazu. Dieses Minecart ist großartig. Oh boy. Ja, na gut. Ja. Viel machst du da einfach nicht, wenn du Young Link bist. Ja. Das heißt, wir kriegen eine wunderschöne dritte Runde spendiert. Ich sehe Steve tatsächlich zum ersten Mal und ich muss sagen, es macht tatsächlich einfach Spaß zuzugucken. Absolut. Vor allem, wenn ich das mit meinem Laienauge beurteilen darf, wenn jemand den spielt, das tatsächlich drauf hat. Die Kombos sind schon nice, also halt auch einfach nice anzugucken und... Absolut, absolut. Da freuen wir uns auf jeden Fall, dass wir da noch eine dritte Runde spendiert kriegen. Ich habe auch so, ich folge so ein paar so Instagram, TikTok so Seiten, da sehe ich immer so ein paar Shorts von Steve Mains, die Kombos hitten, die einfach dein Mind komplett blown. Es ist die Dinge, die sie damit machen, das sind Kriegsverbrechen. So, und es geht los. Wir würden gerne einmal die Cam auf das Game haben. So herzlich du auch aussiehst, ich glaube, das Game ist gerade einfach wichtiger. In der Tat, dieses Minecart. Ich komme nicht drauf. Oh mein Gott! Young Link ist einfach jetzt schon draußen. What? Ja! Wie ist das passiert? Links irgendwie runter. Ja, war das das Minecart? Wenn ja, boah, wie das garste Ding. Das ist echt garstig.
Da kommt man da, genau, da kommt wieder der Amboss. Jetzt braucht Steve so ein bisschen Eisen, oder? Nee, Steve braucht kein Eisen. Steve, man kann einfach chillen. Steve kann einfach Alter! Machen. Das Minecart hat gerade übel reingezwiebelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, aber ich glaube auf den falschen. Ja, stimmt. So ein Busted Move zu haben, es hat so seine Vor- und Nachteile, ja, denke ich, in so einem 2v2. Also, ja, ich glaube, dann muss man auch an der Stelle einfach sehr gut eingespielt sein, um das dann halt auch direkt zu erkennen, dass dein Kollege da jetzt gleich einmal quer über die Stage fährt. Mhm. Oh, Belcampo, er kommt da raus. Das ist ja so 80% da aus dem Grab. Das ist relativ easy. Aber Young Link ist jetzt nur noch auf 1%. Das ja, der wird ein richtig bisschen traurig. So, dass das jetzt hier so böse runtergespielt wird. Aber ja. Ihnen sei es ja auch gegönnt. Die beiden spielen ja auch ganz klar sehr, sehr geskillt gerade. Oh nein! Oh, Belcampo! Das ist so gemein. Schon. Ich frage mich so, wie funktioniert die Mathematics behind that, weißt du? Mit den Blöcken? Oder? Genau, weil manchmal kommt man ja durch und manchmal nicht. Ich glaube, die zerfallen mit der Zeit und wenn du spät genug durch willst, kannst du. Das sah gerade eben so aus. Aber das ist dann ja wirklich, also mit eines der ekelhaftesten Arten von Edgeguarding, wenn du das Timing da perfekt raus hast, du weißt, ja, okay, Inkling muss in den nächsten 0,5 Sekunden recovern. Ja. Der Block muss jetzt platziert werden. Bro, damit machst du einfach Sachen, die gleichen Arme. Ja, ich sag's einfach nochmal, einfach Kriegsverbrechen. Ja, okay. Oh nein, Ian, was machst du da? Lass doch Young Link in Ruhe. Das ist echt schon brutal. Aber jetzt auch nur noch auf einem. Ja, guck mal, die haben. Das wird doch nochmal spannend. Ja, die beiden holen es doch nochmal auf. Guck mal, vielleicht haben sie irgendwie so einen kurzen Moment gehabt, wo sie die beiden unterschätzt haben oder irgendwie sowas in der Art. Oder die beiden haben nochmal irgendwie so dieses Anime-Hero-Fucking-Arc gehabt. Ja. So, ich kann nicht verlieren. Aber das war's jetzt für bei Combo. Am Ende des Tages ist es einfach trotzdem Minecraft-Steffen, was man einfach nicht will machen. Aber dass Young Link so lange trotz dieser bösen Niederlage da ganz am Anfang immer noch standing ist, finde ich einfach crazy. Und sehr, sehr nice, dass da... Das sieht aber auch echt gemacht. Oh mein Gott, er darf nicht springen, er darf nicht rollen, er darf eigentlich gar nichts, er darf nicht existieren. Das ist einfach... Das hat so Steve einfach nicht erlaubt. Er meint so einfach... Nö. Ja, genau. Es ist aufs Maul gehauen. Oder? Guck mal. Jetzt aber. Ja. Mies. Damit haben wir die Gewinner des Losers Bracket in den Doubles. Wir haben auch einfach da, Funk und Ian haben einfach 2.292 Punkte. Genau.